unverzichtbar ist Ilja Dragunov 100%. Das ist sein Lebensmotto, würde ich sagen. Das ist halt wirklich für ihn das, was er für sich ausmacht in seinem eigenen Leben. Und das ist sein Motto. Er baut darauf seine Logik auf, er baut darauf sein komplettes Leben auf. Das ist Ilja Dragunov 100%ig. Der Junge, als er angefangen hat 2011, hatte wirklich nichts, also wirklich gar nichts. Das ist kein Scheiß, das ist tatsächlich eine Tatsache. Der Junge hat bei mir gegessen, weil er nichts hatte. Das, was Ilja nicht hatte in seiner Vergangenheit, eine funktionierende Familie, hat er jetzt gefunden. Frau und Kind. Und das Umfeld, was er hier hat. Warum ich Wrestler geworden bin, war mehr oder minder eigentlich ein Zufall. Eigentlich alles so, was ich in meinem Leben tue, ob es beruflich ist, ob es familiär ist, egal was ich anfange, alles, was mich mit Leidenschaft antreibt, das verfolge ich auch langfristig. Sprich, Wrestling kam in mein Leben. Also ich habe nicht das Gefühl, ich habe Wrestling ausgesucht, sondern Wrestling hat mich ausgesucht. Und als ich das erkannt habe, dachte ich mir, okay, das ist das, was ich geil finde. Das ist das, was mich antreibt. Das weckt irgendwas in mir. Und ja, für mich gab es keine andere Option, als alles darin zu investieren. Das ist alles, was ich tun kann. Emotionen, also als Mensch bin ich voller Emotionen. Ich handle aus Emotionen. Ich kann etwas nur tun, sofern es eine Emotion in mir hervorruft. Und sobald es das schafft und sobald es in mir so diesen Rausch entwickelt, auf den ich so dringend angewiesen bin in allen Dingen, die ich tue, dann lässt es mich nicht mehr los. Dann lässt es mich einfach nicht mehr los. Eben, um mal ganz ehrlich zu sein, ich habe wirklich eigentlich gar kein Ziel gehabt, tatsächlich. Das Ding ist, wenn du aus Emotionen heraus handelst und lebst, dann verfolgst du keine klaren Ziele. Und es gibt so viele Menschen, die dagegen abreden, dass man Ziele haben muss, viva, blablabla, Scheißdreck. Ich gehe immer einen Weg, ohne vielleicht zu wissen, wo es landet. Aber dafür bin ich freudiger und überraschter, wenn was passiert, weil ich es nicht kommen sah. Ich halte mich nicht mit klaren Zielen auf. Mein Ziel war es, im Ring zu stehen, mein Bestes zu geben, immer zu delivern und möglichst immer in mein Maximum zu gehen. Und das hat mir die vollkommene Gewissheit gegeben, dass egal was ich tue, ich irgendwo landen werde. Und das wird etwas Positives sein. Egal wie viel Scheiße ich auf diesem Weg fressen muss. Ich bin der Sohn einer Immigrantin. Ne? Also ich bin mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen. Scheiße fressen gehört da zum absoluten Normalton. Das beginnt beim Arbeitsamt sich anstellen und von Leuten angepöbelt zu werden, weil du die Sprache nicht beherrschst. Das ist die Scheiße Nummer 1. Dann hast du kein Geld. Da musst du klarkommen. Ich erinnere mich an Momente, da habe ich meine Mutter angefleht, mir Geld für einen Twix zu geben, als kleiner Junge. Weil ich einfach Bock darauf hatte, irgendwas Süßes zu essen. Aber die Kohle hatten wir nicht dafür. Sprich, ich habe mich schnell dazu entwickelt, zu wissen, ich muss arbeiten dafür, was ich brauche. Und ich darf nicht rumheulen, wenn es nicht so läuft in meinem Leben, wie ich das haben möchte. Sprich, ich habe etliche Jobs gehabt. Ich habe jeden Drecksjob bislang gemacht, den es wahrscheinlich irgendwo gibt. Tankstelle gearbeitet, als Putzkraft gearbeitet, in scheiß Pizzaladen gearbeitet. Das habe ich alles hinter mir. Und wurde von etlichen Leuten angebrüllt. Und gerade so meine besten Freunde, zum Beispiel Rick Baxter, einer meiner Trainer, einer meiner besten Freunde heute, ey, das war am Anfang durch die Hölle gehen und sich alles ertragen lassen, gerade im Wrestling-Training, immer einen Ring aufbauen. Wenn du was Scheiße gemacht hast, dann wurde es sofort gesagt, dass du es Scheiße gemacht hast. Aber wenn du diese Sache verinnerlichst, dass du normal, ja, erst dann erkennst, dass etwas gut ist, wenn du weißt, was schlecht ist, erst dann wirst du wirklich merken, wenn du was erreicht hast, wie glücklich du darüber bist. Also ich bin der festen Behauptung, jemand, der nicht durch Scheiße gegangen ist, wird sich über 1 Million Euro weniger freuen, weil er nie diese Gewissheit hatte, im Dreck zu sein, als jemand, der im Dreck gewesen ist und von 2000 Euro auf einmal leben kann, der wird einen Gefühlsausbruch daraus haben. Und so ticke ich. Ich bin minimalistisch, ich bin dankbar und ich bin dankbar für alles. Und das ist nur dem gewidmet, dass ich Scheiße gefressen habe. Und gerade beim Wrestling spricht es Bände für mich. Meine Einlaufmusik, die bei mir ertönt, hatte ich schon bestimmt ein Jahr eher gefunden, als ich überhaupt im Ring gestartet bin.
Ne? Also das war komplett fertig gewesen. Ich wusste eigentlich, wie ich aussehen möchte. Ich wusste, was ich tun muss. Weil das war einfach alles ich. Weil das ist der Punkt, das war alles ich. Also es, ich weiß nicht, was die Leute denken, ob jetzt irgendwelche, also ob die Leute, ob die Wrestler, die in den Ring steigen, sich komplett ein anderes Rollenbild entwickeln. Aber die Leute, die Besten sind, spielen meistens das, was sie auch privat am besten sind. Also in irgendeiner Form, nicht so abgedreht, aber in irgendeiner Form ist es immer auf einen zugeschnitten. Und wenn das passiert, wenn du daraus einen Charakter gestaltest, dann kommst du sofort an und dann bist du fertig. Egal, wie du im Ring agierst oder so, sobald du einen Charakter fertig hast, wirst du ankommen. Das ist meine größte Überzeugung, die wahrscheinlich die einzige Wahrheit mit dem Wrestling immer sein wird. Unbesiegbar war irgendwann ein Begriff, mit dem ich noch nichts anfangen konnte. Bei irgendeiner Promo, zu meiner Anfangszeit bei WXW mit Svetlana, wurde dieser Begriff in den Raum gestellt. Ne? Eine Idee, sag was am Ende der Promo. Ja, irgendwas brauchen wir. Ne? Und dann kam dieses Wort unbesiegbar. Und das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Auf einmal war das war wie, als ob irgendwas in mir drin gewesen wäre, was dann auch einfach rausgekommen ist. Und das ist also diese mentale Einstellung, weil ich, um das genau klar zu machen, ich bin nicht der Klügste, ich bin bestimmt nicht der Athletischste, ich bin bestimmt nicht der beste Sportler irgendwo sein. Und das sind alles Kategorien, die für mich völlig irrelevant sind. Ich habe wahrscheinlich die größten Fehler und bin der größte Vollidiot, den es auf dieser Welt geben kann. Aber es gibt eine Sache, die mich zu einem erfolgreichen Menschen macht in dem, was ich tue, und das macht mich ganz genau dem bewusst, ist, ich bin zu jedem Zeitpunkt der vollen Überzeugung, egal ob ich in einer Situation stehe, die ich kenne oder die ich nicht kenne, dass ich reingehe mit dem Mindset, ich bin unbesiegbar. Leckt mich. Ich schaffe das. Ob es die Schmerzen waren, die ich hatte während des Walterkampfes, weil ich war davor permanent arbeiten gewesen. Das sind auch die Dinge, die keiner sieht. Du kommst als Wrestler an, du bestreitest Kämpfe, drei Kämpfe an drei Tagen. Du bist völlig im Eimer. Zu dem Zeitpunkt, wo ich gegen Walter gekämpft habe, war ich körperlich so dermaßen im Arsch gewesen und mental so dermaßen im Arsch gewesen, dass ich permanent Angst hatte und Schmerzen gelitten habe, die man nicht leiden möchte. Aber wenn du in diesem Punkt an dich denkst, und du sagst, du bist unbesiegbar und du stehst das durch, egal wie schlimm es ist, dann hast du das ultimative Mindset. Und das ist das, wo ich seitdem in meinem Leben überall lang gehe. Sei es beruflich, sei es überall. Ich konkurriere nicht, ich dominiere. Das ist das, was ich tue. Ich habe keine Konkurrenz und ich brauche mich mit niemandem zu messen, weil ich bin unbesiegbar. Andere können genauso gut sein, tausendmal besser sein, aber ich bin unbesiegbar. Und das ist in jedem Bereich meines Lebens mein Leitfaden. Punkt. Als ich mir 2013 den Schädel gebrochen habe, das kam von einem sehr heftigen Sturz auf den Kopf, wo mein ganzes Körpergewicht begleitet wurde und mein ganzer Kopf den ganzen Sturz abfangen musste. Und das ist eine Sache, die habe ich erst relativ spät mitbekommen. Sprich, ich hatte öfter Schmerzen gehabt, ich hatte meine Kopfschmerzen gingen nicht auf, hörten nicht auf, und nach mehreren Untersuchungen wurde festgestellt, okay, da ist ein Riss drin. Ich dachte mir, scheiße. Wow, also das ist eine Sache, die dich komplett kaputt macht. Also das war eben momentan so eine ganz schwierige Zeit, weil ich eben zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel verloren gehabt. Also ich hatte eine frühere Beziehung, die zugrunde ging. Ich habe zum Beispiel versucht, ein Abitur zu machen, das musste ich auch abbrechen. Ich habe mich totgearbeitet zu dem Zeitpunkt, dass ich mental komplett komplett zusammengebrochen bin. Und als das Wrestling noch wegfiel, war das für mich die schlimmste Situation. Also die Zeit, das war die schlimmste Zeit, die ich durchstehen musste. Aber die Mentalität dieses Eisenschädels am meisten geprägt hatte. Und vielleicht einer der wichtigsten Punkte für unbesiegbar war. Denn danach so etwas zurückzukommen und tatsächlich die Chance zu ergreifen, nochmal den Stil, den ich hatte, nochmal in diese Richtung weiterzuentwickeln und all das, was ich davor gemacht hatte, auf dieses Level zu treiben, trotzdem, ich glaube, noch mehr über meine Grenzen hinauszugehen, die ich am Anfang gegangen bin. Wer macht das schon? Ich meine, Leute bei der WWE hören schon auf, nachdem sie eine Gehirnerschütterung haben, was absolut richtig ist. Wer geht dieses Risiko ein? Aber ich kann nichts anderes als dieses Risiko eingehen. Für mich funktioniert nichts anderes als dieses Risiko einzugehen. Und vielleicht wird es mich irgendwann zugrunde treiben, aber das ist der Mensch, der ich bin. Und ich kann nur der Mensch sein, der ich bin.